Hallo zusammen, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei der neuen Folge The Last of Us Part 2. Könnte klappen. Wir sind beim letzten Mal, ich nenne es mal, in die Synagoge eingebrochen. Ellie, Vorsicht! Es ist okay, es hält. Sprungmechanik, ich wollte aber eigentlich da hinten noch in die Tür reingucken. Komme ich da wieder zurück, oder? Wir werden sehen. Nein. Ellie ist betrunken. Na gut. Jetzt habe ich mich unterbrechen lassen bei meiner wunderschönen Einleitung. Aber ihr kennt den Text sowieso. Ich wünsche euch viel Spaß. Ja, Schmeier hat doch was gefunden. Ja gut, wir haben Relikkram gefunden. Wie was? Eine Schrift, sowas wie... Eine jüdische Bibel. Hm. Meine Schwester würde ausflippen. Unsere New Mexico war halb verbrannt. Okay. Na, immerhin ist noch etwas übrig geblieben. Ja, die nehmen wir nicht mit. Entschuldigung. Okay. Hier war sonst nicht mehr viel. Muss ich ans Seil jetzt hinspringen, oder? Geronimo, alles klar. Ah, okay, wir können hoch und runter kraxeln auch. Das war vorher der Fehler. Auro. Sehr stilvoll. Wunderschön. Da ist nichts dabei. Komm schon, Dina. Gut. Ich habe echt immer noch die Befürchtung, dass hier jeden Moment irgendwo so ein Lappen um die Ecke springt. 5774? Leben wir in der Zukunft? Nein, Dummkopf, das ist ein hebräischer Kalender. Dummkopf. Meine Schwester gab mir am Neujahrsfest immer einen in Honig getunkten Apfel. Muss man wissen. Jetzt will ich einen haben. Uff, das klingt wirklich lecker. Bei jüdischen Feiertagen wird nur gegessen. Und gefeiert, dass unsere Feinde uns nicht ausgerottet haben. Hm. Ich mag es, Teil dieser Überlebensgeschichte zu sein. Biblische Tagebucheinträge. Nehmt mir nicht übel, aber ich lese da jetzt nicht jeden verliebten Kram, den die Ellie über ihre hochgläubige Freundin da in ihr Tagebuch einträgt. Okay, streich die Kuppel von der Liste. Finden wir das Gerichtsgebäude. Vielleicht immerhin haben wir einen Kanister gefunden, das ist ja schon mal nicht so schlecht. So, wir haben vorher bei dem Brief, in dem es um den Sergeant Miller ging, eine Kartennotiz gemacht und auch jetzt gerade nochmal eine. Krass. Oh, Schockbombe. Mehrere Gegner betäuben. Das ist ziemlich cool. Das wird bei Gelegenheit mal ausprobiert. Nichts. Gähnende Leere. Gut, dann haben wir das hier abgesucht. Wo ist unser Pferdchen? Da ist es. Oh, da hinten ist eine Tür, sehe ich gerade. Ah, wahrscheinlich einfach nur... Ja, genau. Elebatch Trick Door. Meine Schwester hat sie immer gemieden. Vermutlich deshalb. Sie wurde einfach immer paranoider. Manchmal ist sie mitten in der Nacht schreiend aufgewacht. So, no gas. Wir haben ein neues Fragezeichen gefunden. Immer eine gepackte Tasche, falls was passieren sollte. Dann gehen wir doch einfach mal dahin. Das müsste, glaube ich, grob die Richtung hier sein. Echt scheiße. Schön, dass wir ein Zuhause haben, oder? Ja. Als ich in Jackson ankam, war ich überwältigt von all den Leuten. Ich war überwältigt von all dem Essen. Ich weiß noch, wie ich mich anfangs vollgestopft habe. Ich habe Essen für später eingestellt, als ob es bald keins mehr gäbe. Ich hab's gesehen. Hast du nicht?
Doch, und ich weiß, dass ich dachte, wer ist das dürre Mädchen, das das Trockenfleisch klaut? Ich habe nicht so viel Trockenfleisch geklaut. Mehr ist cool. Hier nicht zu holen. Sich immer statt lange zu drücken, kurz zurück, ey. Ah, hier ist wohl eine Werkbank. Wenn ich mal das Symbol richtig deute. Ja, gut, wenn man Augen im Kopf hat. Alles klar. Was könnten wir denn machen? Wir haben eh Material für alles Mögliche dabei. Also ich glaube, hier würde mir die Nachladegeschwindigkeit gefallen, der Schaden und die Feuerrate. Mal schauen, was davon geht. Feuerrate kostet nicht allzu viel. Das hat mich jetzt schon ein paar Mal den Kopf und Kragen gekostet, dass sie einfach nicht so schnell schießt, wie ich es gerne hätte. Und beim Revolver ist die Nachladegeschwindigkeit natürlich auch nicht zu verachten. Aber der Schaden für 70 plus 40%, der Revolver hat eh schon Bums. Ich glaube, da haue ich einfach meine kompletten rein. Ja. Das ist jetzt quasi mein One-Hit-Wonder. Ich glaube, der hat jetzt ziemlich Karacho. Wir werden sehen, wenn der nächste Klicker kommt, ob wir den dieses Mal mit einem Kopfschuss erledigen können. Was haben wir denn hier? Falls wir treffen. Also, ich, weil ich echt schlecht schieße. Colin, ich habe schon wieder das Gerücht gehört, dass die Westlake Bank noch nicht durchsucht wurde. Das ist ziemlich cool. Sollten uns das ansehen. Ich habe nicht genug Mumm, da allein reinzugehen. Na, hört sich an, als ob da was los ist, aber das merken wir uns. Waffen in der Bank. Wir werden sehen. Gut, die ist da im Süden. Wollen wir jetzt zuerst der Story folgen oder zuerst zur Bank? Beides ist eine Vor- und Nachteile, glaube ich. Erstmal hier noch ein bisschen stöbern. Schön. Verdammt. Ein weiterer Tag im Paradies. Wunderschön. Das fände ich fast cooler, wenn sie die Tagebucheinträge vielleicht so kurz einblenden würden. So quasi als in weiß Overlay gemaltes Symbol oder so, damit man nicht ständig sein Tagebuch wieder rausfischen muss, nachdem sie es mühsam eingesteckt hat. Das ist fast ein bisschen lästig eigentlich so von der Mechanik her. Das muss der Musikladen sein. Ah, wir haben einen neuen Ort entdeckt. Stell dir vor, wie es hier früher gewesen ist. Eine Vitrine mit leuchtendem Kram drinnen. Wir haben gelernt. Sie haben ein paar Platten hier. Hallo? Sleek Habit. Das ist Habit. Hallo? Na, so ähnlich. Okay. Wir haben sie uns ja auch nur etwa 100 Mal angehört. Ich habe dir das nur angehört, weil ich dich süß fand. Hör auf zu flirten. Ich will das Magazin, was da drin ist. Was soll denn das? So eine Frechheit. Habe ich es falsch geworfen oder ist das Panzerglas? Hier wäre noch eine Flasche. Oh, eine Gitarre. Muss ich jetzt wieder Gitarre spielen? Och nee, oder? Ich höre ja echt gern zu, wenn Ellie Gitarre spielt, aber ich hoffe, ich muss jetzt nicht wieder Akkorde schlagen und so ein Kram. Doch, sieht fast so aus. Yay. Ich versuche das jetzt einfach langsam im Takt. Na, sie spielt ein bisschen schneller als ich. Egal. Ich hoffe, es war trotzdem schön. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da. Ja.
was man dazu sagen muss. Was war das? Gar nichts. Na, gar nichts klingt ganz gut. Weißt du noch, die Nacht am Lagerfeuer? Ja. Und weiter. Ah, wenn ich übers Touchpad streife, dann schlägt sie alle an. Hui. Ja, okay, hätte man drauf kommen können. Also, Entschuldigung, falls ihr euch die ganze Zeit gedacht habt, spiel doch ordentlich. Du hättest mich küssen sollen. Ich wollte es. Ich auch. Okay. Wir sollten weiter. Ja. Also tut mir leid, Fassi, dass wir dir abbrechen können. Aber ich wollte nicht riskieren, da jetzt irgendwas zu verpassen, weil es doch ein bisschen nach Cinematic aussah. Ich hoffe, ihr habt das genossen, auch wenn es jetzt quasi 3 Minuten geklaute Zeit war. Das ist ja das Gute, wenn es nicht live ist. Man kann ja jederzeit vorspulen. Ich hoffe, all die, die das jetzt genervt hat, haben von dieser Funktion Gebrauch gemacht und denken sich jetzt nicht, oh fuck, stimmt, hätte ich mal gemacht. Wo gibt es ja sonst noch was Schönes? Ein Ausgang. Okay. Aha, jo, hallo. Hör dir das an. Bist du sicher, dass du in einer zombieverseuchten Welt Schlagzeug spielen solltest? Ein interessanter Sound. Also bitte, ich bin ein Naturtalent. Das Wort. Ich liebe dich. Das Wort ist auch eher böse. Oh, Anfängerblatt. Das spricht dafür, dass man vielleicht wirklich noch irgendwann spielen kann. Das wäre so cool. Dein was? Oh, okay. Bands hatten diese Hardcore-Fans, die ihnen überall hingefolgt sind. Mache ich das denn nicht schon?
Ich schätze schon. Hardcore-Fan. Im Nachhinein betrachtet hätten wir vielleicht auch die Treppe runterlaufen können, aber. Ne. So, jetzt noch ein Versuch. Auf geht's. Oben oder unten? Ordentlich zielen. Probier's unten. Vielleicht war das der Fehler. Oder oben. Habe ich vorher nicht unten? Ah. YOLO. Na, super. Geht das? Hey! Also, Panzerglas. Wow. Ist das gar kein Magazin? Das ist nur eine Schraube da unten. Ich dachte, das ist ein Magazin. Na, klasse. Ja, okay, das hat sich jetzt rentiert, dafür einen Schuss zu verballern. Na, was soll's. Ich glaube, hier ist sonst nichts. Machen Sie wieder auf die Socken. Bleibt immer noch die Frage, Norden oder Süden? Mehr Orte haben wir jetzt momentan eh nicht. Bestimmt könnte man die anderen Häuser auch alle durchsuchen. Aber ich glaube, ich werde mich jetzt einfach so ein kleines bisschen an dem orientieren, was die Ellie weiß. Zum einen, weil ich glaube, dass es sich wirklich ziehen kann, wenn wir jetzt jedes Haus von allen Seiten anschauen. Und zum anderen, weil ich es für ein bisschen realistischer halte, dass sie ja nicht jedes Haus reinrennen würde, wenn sie keine Infos dazu hat. So rede ich mich jetzt einfach raus. Pferdchen. War da... Ah, da haben wir noch Steckbriefe. Nein, die sind zu alt. Die Gruppe, die nach Jackson kam, wären damals Kinder gewesen. Aha. Wenn die Gruppe, die damals Kinder gewesen wären... Ich glaube, Schimmer wird krank. Was? Woran siehst du das? Sie macht so ein langes Gesicht. Boah, halt die Klappe. Oh Gott, halt die Klappe, echt. Der war doch gut. Das gibt's nicht. Wenn die damals Kinder waren und da was von Sergeant Miller die Rede war in dem Brief, dann könnte das vielleicht so ein Anhaltspunkt darauf sein, was die Lumpen gegen Joel hatten. Er hat ja auch schon angedeutet im ersten Teil, dass er Dinge getan hat, auf die er nicht wirklich stolz ist und dass er auch Unschuldige mit auf dem Kerbholz hat. Also da müsste man sich mal Gedanken machen. So, hier wäre jetzt die Bank, oder? Sehe ich das richtig? Das Gebäude ist schräg vor uns. Komme ich da jetzt irgendwie durch, oder? Eine neue Flasche. Jemand hat hier gecampt. Und zwar vor kurzem. Glaubst du, das war Tommy? Vielleicht. Also das finde ich jetzt rein plottechnisch schon echt ein bisschen löchrig, dass das hier angeblich überall der Tommy schon gewesen sein soll. Komme ich da durch? Nö. Und trotzdem alle Tore verschlossen sind, alle Generatoren aus sind, alle Kabel noch irgendwo aufgerollt an der Wand hingen und so. Das finde ich schon ein bisschen schade eigentlich. Aber vielleicht kannte er natürlich sneaky Wege durch Seattle, die uns jetzt verborgen geblieben sind. Wie komme ich da rein? Könnten es uns höchstens mal probieren, vielleicht außenrum, um diesen ganzen Betonklotz, vielleicht von der Seite reinzukommen. Vielleicht klappt das irgendwie. Da ist auch zu. Das sieht der Sackgasse aus. Oh, hier ist ein Panzer. What the fuck? Panzer neigen dazu, von bewaffneten Menschen geführt zu werden, oder? Mit ein bisschen Glück. Hallo. Krieg ich dich auf? Ja. So ein Ding nie in Aktion gesetzt. Hier geht. Kein guter Tag für euch, was, Jungs? Was ist denn? Verbrannte Skelette. Uff. So will ich nicht abtreten.
aufgepasst, wie bei diesen Astronauten. Wovon redest du denn da? Eine der frühen Mondmissionen. Die Elektrik fing Feuer und die Astronauten verbrannten in ihrer Kapsel. Na, immerhin sind sie für etwas Sinnvolles gestorben. Stimmt. Diese Kerle waren nur Wichser, getötet von anderen Wichsern. Diese Ausdrucksweise ist kein bisschen damenhaft, Ellie. Da musst du daran arbeiten. Sonst findest du nie einen. Oder eine, in deinem Fall. Du hast ja schon eine. Vergiss, was ich gesagt habe. War das Shotgun-Munition? Es wurde mir auch nichts angezeigt, dass ich irgendwie Munition dazu bekommen hätte, oder? Vielleicht komme ich hier irgendwo noch die Waffe dazu. Hier schaut's doch nicht so verkehrt aus. Das ist mal das Gebäude, wo wir hinwollen. Ich glaube, wir haben die Bank gefunden. Westlake Bank. Entscheid du. Ja, dafür sind wir hier, oder? Wir sind ganz schön umsonst hierher geritten, wenn wir jetzt nicht reingehen. Das schauen wir uns schon mal an hier, was da los ist. Was da los ist. Das ist cool. Auf eine Scheiße, wir könnten zerquetscht werden Art. Sehr cool. Entspann dich. Das ist bestimmt schon seit Jahren so. Das wird nicht heute einstürzen. Glaube ich. Gefällt mir nicht. Nicht die cleverste Herangehensweise, aber ich gehe jetzt auch davon aus, weil das wäre ein abruptes Spielende. Zerquetscht durch Bank. Hi Freunde. Mit euch habe ich jetzt hier nicht kalkuliert. Ja gut, aber es war ja schon gesagt, ne? Ich traue mich hier nicht alleine rein. Na, klasse. Okay, wir haben hier vorne einen Klicker stehen. Wir haben da hinten einen Runner laufen. Du bleibst aber schon auf deiner Seite vom Zaun, oder? Wir haben an der Wand einen apathischen Runner stehen. Links läuft noch, glaube ich, einer rum. Oder ist das der Klicker von eben? Ganz hinten im Raum steht, glaube ich, noch ein Runner, oder? Ja, genau, am Aufzug. Ah, oh, das ist auch ein Klicker. Git. Okay. Ja, ist klar. In dem Fall 2 bis 3 Runner, 2 bis 3 Klicker. Wie gehen wir an die Sache hin? Hallo? Ja klar, da stehst du gut. Perfekt in Deckung. Ich glaube, ich würde gerne die Klicker loswerden. Aber die Runner sehen mich halt, wenn ich mich um die Klicker kümmere. Die Klicker bekommen mich bei den Runnern nur mit, wenn ich mich dumm anstelle, quasi. Na. Wir warten mal noch kurz ab und schauen mal, was sich für eine Lücke ergibt. Die patrouillieren ja alle brav. Da hinten im Raum, der Runner spaziert relativ weit hinten rum. Ich würde ja schon echt gerne den Klicker hier vorne weg haben, aber ich kann den jetzt auch nicht locken, weil wenn ich dem jetzt eine Flasche irgendwo an die Wand werfe, dann hört mich der halbe Raum. Dann habe ich hier plötzlich irgendwo in der Ecke 2 Klicker und einen Runner stehen und kann mich gar nicht mit drum kümmern. Schaffen wir dich jetzt vielleicht? Dann wären wir da hinten auch schön in Deckung, oder? Weg mit dir. Ja, das ging bemerkenswert flüssig. Ich bin begeistert. Jetzt ist hier doch irgendwo der Runner. Jawohl. Vielleicht können wir uns um den auch kümmern, während wir hier hinten sind. Jetzt der Mausezahn. Jetzt wird es Zeit für dich. Ruhig. Hör bedrohliche Geräusche. Immer dieses Rauschen, das man hört, kurz bevor man entdeckt wird. Das ist mir...
paar Mal schon so aufgefallen. Ich weiß gar nicht, ob das beim ersten Teil auch schon so war oder ob sie das neu gemacht haben. Das wäre mir zumindest vorher nie aufgefallen. Aber es ist ein guter Indikator, gerade auch wenn man im Gras liegt oder so. Okay. Wir haben den Runner, wir haben den apathischen Runner. Hinten in der Ecke. Und wir haben den Runner vom... den Klicker vom Fahrstuhl noch. Wie gehen wir die Sache an? Ich weiß auch nicht, wie lange der Runner, der in der Ecke steht, da ruhig mitmacht, wenn ich vor seiner Nase hier einen anderen Runner abmurks. Und dadurch, dass er halt einfach so dumm in den Raum reinschaut, ist der so eine allgegenwärtige Gefahr, die mir nicht gefallen will. Aber ich glaube, das Sinnvollste wäre jetzt erstmal den Runner in der Mitte loszuwerden, weil der halt wirklich einen halben Raum blockiert mit seiner Patrouilliererei. Wenn der weit genug weg von dem Klicker da hinten ist, kann ich den vielleicht schnappen. Aber nicht, dass es mir wieder so geht wie in dieser deckenlosen, in diesem Supermarkt, wo mich dann der Klicker doch noch irgendwie gehört hat, während ich den Runner ausgeschaltet habe. Ja klar, dräng dich vor mir an die Wand. Super Plan. Der Runner rechts, der interessiert sich momentan noch nicht für mich. Das finde ich gar nicht so verkehrt. Oh, jetzt hättest du mich fast gesehen, hä? Da bist du jetzt schon wieder zu nah an dem Lump dran. Jetzt aber. Ich glaube, jetzt hat dein Stündlein geschlagen. Wobei, der Klicker ist wieder nah dran. Na egal, wir probieren es. Au. Oh. Und du siehst mich nicht. Ich bin begeistert. Gut. Dann wäre es jetzt gar nicht so verkehrt. Wir würden uns zuerst um den Klicker kümmern. Im Idealfall, wenn der weit weg von dem Lump ist. Ich glaube, jetzt sollten wir das hinbekommen, oder? Der kennt mich wirklich nicht. Das ist gar nicht so verkehrt. Wenn der so auf den Boden guckt, der sieht mich Gott sei Dank nicht. Okay. Hat er mich jetzt? Ah ne, war nur Schluck auf. Okay. Oh, ich mag Klicker ja gar nicht. Vor allem, weil die auf dem Schwierigkeitsgrad halt wirklich gute Ohren haben, die Lumpen. Ah. Ey, dass er mich immer mit seinem Schluck aufs Verschrecken muss. Aber eigentlich kann ich mich auf dieses Entdeckungsgeräusch konzentrieren. Oh oh. Genau das Geräusch. Solange ich das nicht höre und nur so einen Schluck auf, dürfte das ja eigentlich nichts bedeuten, oder? Und du hast sie hinter dir, sehr schön. Ah, perfekt! Und sie erledigt den letzten Runner. Das ist ja super cool. Das heißt, ich kann mir das quasi merken, wenn ich mir einen Runner übrig lasse bis zum Schluss. Okay.
Dann kümmert sie sich darum, wenn ich einen Klicker am Schluss Überblick habe, kümmert sie sich nicht darum. Das ist die Bank. Das gefällt mir gut. Was sind das für Westen? Das sind doch keine Soldaten. Ja. Weiß nicht. Lappen. Ja gut, ich habe halt einen Lappen und einmal Alkohol. Ich könnte mir jetzt halt ein Medkit basteln. Aber na, danke für den Hinweis auf jeden Fall. Okay, hier gibt's sonst nicht mehr viel, oder? Bin ich blind? Da ist noch ein Schränkchen. Nichts. Ah, der Tresorraum. Der ist eher duster. Ich hoffe, ihr seht da jetzt was im Video. Das ist immer so ein bisschen knifflig, diese dunklen Räume einigermaßen schön zu beleuchten. Tresor 60-23-06. Wollten die Bank ausrauben. Oh Mann, das ist wie dieser Film. Welcher? Der mit den Surferbankräubern. Oh ja. Ja, ich liebe diesen Film. Super Film. Tresor. Na bitte. Was heißt 60-23-06, oder? So. Wow. Da muss jetzt irgendwas Cooles drin sein, bitte. Es geht. Das ist ein ganzer Tresorraum. Okay, wow. Ja, der hat eine Pump. Wir haben eine Pump. Danke, Mann. Nix zu pumpen. Entschuldigung. Gibt es sonst nichts? Sieh dir das ganze Geld an. Wow, Geld. Ist voll. Mann, früher in der alten Welt. Huh, wären wir reich. So, da lag ein Zettel. Ein Ring. Cool. Sick. Padevis Magna. Okay. Bin mal gespannt, ob wir dazu noch irgendeine Verwendung finden. Und ich bin gespannt, ob ich dann dran denke, dass ich noch den Schlüssel habe, wenn es soweit ist. Den Ring. Schlüssel, sage ich schon, meine Güte. Größe aus kleinen Anfängen. Ma. Also, das Ding hat wohl Bedeutung. Bin mal gespannt. Oh, da liegt noch ein Wisch. Diese Scheiße. Ich sollte nicht mal hier sein. Der verdammte Neil hat mich belabert. Hat gesagt, die Polizei wäre zu beschäftigt mit den ganzen Kranken, die überall herumlaufen. Hat gemeint, das wäre ein Kinderspiel. War ja klar, dass diese kranken Arschlöcher hier auftauchen mussten und dann alles schiefgelaufen ist. Ich habe einen von Kyle weggezerrt, aber er hätte mir fast in den Arm abgebissen. Und dann habe ich... Dann haben mich meine eigenen Leute hier eingeschlossen. Oh je, du arme Sau. Werde es in Zeitungen erzählen, im Fernsehen. Nee, bist du nicht, mein Freund. Oh, Kyle Peters, Leon Travis. Sie wollten die Bank am Ausbruch. Das Namen sind, die noch irgendeine Bedeutung haben oder ob das... Wir werden mal sehen. Also bis jetzt sagen sie mir mal nichts. Okay. Hier ist sonst auch nicht mehr viel. Dann müssen wir uns prinzipiell, glaube ich, wieder auf die Socken machen. Infizierte. Was Infizierte? Wo kommt ihr denn jetzt her, ihr Pappnasen? Also wirklich.
Vielleicht will ich mich jetzt wieder mit euch rumschlagen. Hab dich. So brutal, Ellie. So brutal. Nein, jetzt brauchen wir noch den Klicker. Hörst du mich, wenn ich da jetzt drüber hüpf? Glück auf. Versuchen wir es mal. Hey. Ja, klar. Ja, gut, okay. Es waren jetzt zwei Schuss umsonst. Ich glaube, wir sind hier durch. Mega ärgerlich. Okay. Na egal. Raus hier. Wenigstens habe ich Beischüssel für die Pumpgun. Und ich habe eine Pumpgun. Das wird uns, glaube ich, noch helfen. So, wir sind fertig mit der Bank. Wir haben noch einen Ort auf der Karte, den wir momentan kennen. Da gehen wir hin. Hey, ist noch wie früher wir. Was würdest du von dem Geld kaufen? Ich weiß nicht. Vielleicht eine große Farm? Aber du kannst jetzt eine Farm haben. Okay. Was würdest du kaufen? Ein Raumschiff? Oh, ach ja. Was sonst? Hey, das ist cooler als eine Farm. Eine Farm ist viel praktischer. Das war echt Wahnsinn. Wir haben jetzt eine Schrotflinte, also war schon okay. Okay. Gehen wir zum Gericht. Auf geht's. Das war doch hier lang jetzt, oder? Die Straße hoch. Genau, da war unser Lazarett mit der Werkbank. Genau, jetzt die Straße hoch. Zwei Seitenstraßen weiter. Da sollte dann auf der rechten Seite unser Gebäude. Oder ist das einfach nur... Das ist keine Bank eigentlich von der Größe her, oder? Es bleibt eh nicht viel Weg momentan. Wir gucken jetzt einfach mal. Im schlimmsten Fall entdecken wir ein neues Gebiet oder so. Was haben wir hier noch Schönes? Gate West 2. Wird uns mal nicht als Ort angezeigt, aber... Aha, und da haben wir auch schon das Gerichtsgebäude. Aber an der Stelle mache ich jetzt erstmal wieder ein kleines Häuschen. Ich sage wie immer danke fürs Zuschauen. Habt noch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns das Gericht anschauen.